Servus zusammen und guten Morgen an diesem wahrscheinlich auch wieder mal wunderschönen Sonntag. Es ist noch relativ früh, ich weiß gar nicht, wie das Wetter heute wird, ich habe auch noch gar nicht nachgeschaut. Es ist heute wirklich richtig früh und ich glaube, ich schaffe es heute auch, den Vlog schon um 12 zu posten, weil ich wieder mal wirklich eine Kacknacht hinter mir habe. Also es ist unglaublich. Ich habe noch von Freitag auf Samstag habe ich so krass gut geschlafen, mal wieder richtig tief. Ich bin auch schon um, glaube ich, 1 oder 22 Uhr war ich im Bett und ich bin am Samstag auch erst um 9 dann aufgewacht. Also ich habe richtig gut geschlafen, richtig gut durchgeschlafen. Und ja, also das war irgendwie heute Nacht furchtbar. Ich bin um 12 ins Bett. Ich habe noch, gestern Abend waren wir noch unterwegs und dann waren wir um 9:30 zu Hause und ich dachte mir dann so, ja, ich zock noch so 1,5 Stunden. Ich bin gerade bei Elden Ring für die Zocker unter euch. Richtig krasses Spiel, um das mal kurz anzuschneiden. Und dann bin ich um 11:30 bin ich ins Bett und um 12 habe ich dann das Handy weggelegt, bin auch relativ schnell eingeschlafen und um 13:30 musste ich aufs Klo, also 1,5 Stunden später. Und dann lag ich von 11:30 bis um 3 wach und war wirklich richtig, also ich habe es auch jetzt noch so ein bisschen, dass ich Gefühl zu jedem Muskel spüre und alles kitzelt und als hätte ich noch viel zu viel Energie. Also ich habe mich deswegen auch dazu entschieden, heute irgendwie Sport machen zu müssen. Also entweder ich gehe joggen oder ich hatte gerade noch die Idee, das war gerade so ein kleiner Gedankengang, als ich hier alles vorbereitet habe, dass ich heute ins Airhop könnte, also in diese Trampolinhallen. Da müsste ich aber noch mit meiner noch schlafenden Freundin und vielleicht noch meiner Schwester oder so reden, ob die Lust hätten. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn es so schnell geht, dass man da noch spontan am Sonntag einen Termin bekommt, glaube ich, würde ich das machen. Aber ich muss mich heute auspowern, weil ich habe immer noch dieses Kribbeln in den Füßen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist so wie so ein ganz leichtes Kitzeln, wo man halt dann weiß, okay, man muss was machen. Naja, gut. Erstmal zu dem und ja, dann bin ich um 3 bin ich wieder eingeschlafen. Also ich war 1,5 Stunden am Handy und als ich dann gesehen habe, okay, es ist 3:02 oder sowas, habe ich das Handy wieder weggelegt und habe gesagt, okay, ich muss es jetzt nochmal probieren. Ich war wirklich kurz davor aufzustehen und also ich habe es mir wirklich überlegt und ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht eingeschlafen wäre, dass ich so um 3 oder 3:30 den Vlog aufnehme. Also ich war wirklich kurz davor. Kein Scheiß. Und dann habe ich halt weitergeschlafen, dann bin ich aufgewacht, war so fertig mit dem Schlafen. Dachte ich mir aber so, hä, es ist aber draußen noch ganz schön hell. Schau auf die Uhr und dann war es irgendwie 6:17 Uhr oder so. Auch wieder nur so ein bisschen was über 3 Stunden später. Also ich habe heute 4,5 Stunden Schlaf. Mein Körper hat mir wohl signalisiert, das hat gereicht. Und ich weiß ganz sicher, dass ich heute irgendwie Sport machen muss. Deswegen, ich habe jetzt noch nicht mal mein Langzeitinsulin gespritzt, fällt mir gerade ein. Ich vergesse das ganz oft am Sonntag, weil ich da immer zuerst an den Vlog denke. Mache ich auf jeden Fall danach gleich. Und ich werde auch um einiges weniger spritzen, also wahrscheinlich so an die 50%. Mal gucken. Zu letztem Sonntag, ich habe meine Taten wahrgemacht. Ich war zwar nicht beim Burger King, aber ich war bei McDonald's. Ja. Ich glaube, umgerechnet waren es 20 BE. Ich weiß, der ein oder andere wird sagen, oh Gott, ihr, du spinnst doch und das kannst du doch nicht machen und so über die Stränge schlagen. Leute, ich habe mir an dem Mittag, ich habe mir so krass viel geholt, ich habe so reingestopft, ich hatte einfach so krass Hunger. Ich habe dementsprechend auch, also wir haben um 11:55 habe ich gespritzt, so kurz, ja 11:06 war es. Und ich glaube eine halbe Stunde später, so 20, 30 Minuten später, als dann der Zucker nach unten gegangen ist, haben wir angefangen zu essen. Also es war so, keine Ahnung, sagen wir mal grob 12:45 habe ich angefangen zu essen und es hat sich bis in die Nacht rein. Also ich habe um 22 Uhr das letzte Mal korrigiert. Ich habe immer wieder gespritzt. Ich war nie wirklich hoch. Ich war nur einmal hoch. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, zwecks Alarm Freestyle Libre. Einmal bin ich hochgegangen. Da hatte ich dann mal so für 2 Stunden nicht aufgepasst. Aber ansonsten habe ich immer so in kleinen Mengen nachgespritzt und habe das dann ganz gut hinbekommen. Ich habe auch abends nichts mehr gegessen, weil ich mich am Mittag so vollgestopft hatte, dass ich einfach keinen Hunger mehr hatte. Ich hatte nicht mal am Montag in der Früh Mittag Hunger. Das heißt, ich habe, glaube ich, auch erst am Montag um 2 oder sowas gegessen. Also ich habe es voll übertrieben. Ich habe es irgendwie voll gebraucht. Ich habe es richtig gebraucht. Das ist mir auch ehrlich gesagt so egal, was der eine oder andere sagen wird oder schimpfen wird oder das negativ sehen wird.
Ich kümmere mich so gut um meinen Blutzuckerwerte und um mein Essen und Lebensstil. Und wenn ich dann einmal über die Stränge schlage und das auch machen muss und dann auch bewusst weiß, okay, 20 BE, das ist eine harte Nummer, aber es ist mir gerade einfach egal, dann passt es. Ich habe es auch mal umgerechnet, das waren, also man kann das ja in diese MyFitnessPal-App, die ich nutze, immer ganz cool eintragen. Und ich habe wirklich alles eintragen können, außer diesen Aktionsburger. Den Aktionsburger habe ich wiederum auf der Internetseite raus, die Kalorien, die habe ich dann so mit dazu eingetragen. Und die Kohlenhydrate auch natürlich. Und das waren insgesamt 2500 Kalorien. Also es waren, um ganz genau zu sein, 2497. Es war mir so egal. Es war einfach nur geil. Ja, was bitter war, wir sind dann auch noch spazieren gegangen und aha, das war richtig bitter. Hatte meine Biomülltüte dabei. Also wenn wir runtergehen, dann nehmen wir oft den Müll mit und ich hatte die Biomülltüte dabei. Und da war vielleicht etwas zu viel drinnen und es ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Und, oh, es war so schlimm. Wir sind dann das Treppenhaus runter und das ist das Positive wiederum an der Sache. Wir waren schon ganz unten und ich merke nur noch, wie es auf einmal die Tüte so leicht anfängt zu reißen und die Tüte einfach so wutz. Und halt das ganze ekelhafte Gemüse, das da auch schon seit 2 Tagen drin war und vielleicht, ja, geschimmelt hat es noch nicht, aber es war schon so richtig matschig. Und es waren auch noch 2 ganze Eier dabei, weil wir hatten noch Eier, die auch schon seit 3 oder 4 Wochen abgelaufen waren. Und dann sind die, also es kommt normalerweise nicht vor, bei den Eiern haben wir ein bisschen gepennt, um mich da mal in Schutz zu nehmen. Jedenfalls die halt auch voll auf dem Boden. Oh Gott, dann haben wir alles zusammengesammelt, alles zum Müll gebracht, haben gewischt. Und das Geile ist, am Montag, Vormittag kommt Gott sei Dank immer unser Hausmeister bzw. Putzfrau und geht einmal durchs Treppenhaus durch. Und ja, das war dann wieder Glück im Unglück. Aber oh, das war so krass, weil es wirklich einfach überall verteilt war. Über die halbe Treppe runter, komplett in den, ja, was ist denn das, Vorraum, wo halt die Haupttür ist. Alles so vlatsch. Und ich nur so, ach komm, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich stand nur noch da und habe erstmal 1 Minute lang gelacht. Kommt vor, so echt so eine beschissene Kacke. Naja. Aber um nochmal auf McDonald's zurückzukommen, meine Blutzuckerwerte die ganze Woche waren ultra gut, also wirklich mega. Vielleicht hätte ich es mir gewünscht, dass insgesamt diese Linie, die ich immer hatte, so, ja, 10, vielleicht sogar mal 20 Einheiten weiter unten wäre. Das wäre dann die Perfektion des Ganzen gewesen. Aber für das, dass ich Pens nutze, ich habe, also wie gesagt, der Sonntag mit dem McDonald's war mies, aber ansonsten war alles mega top. Ich habe keine Spitzen gehabt. Ich habe immer maximal so 5, 6 BE auch gegessen. Das lässt sich halt mega gut handeln. Ja, war echt wieder top. Und meine Alarme haben auch nicht einmal irgendwie rumgenörgelt. Also ich hatte keinen einzigen Alarm. Das ist auch immer relativ gut. Allerdings an dem Sonntag, als ich McDonald's gegessen habe, um jetzt nochmal da ganz kurz zurückzukommen, das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe, aber mir wurde mal erklärt, dass es diesen Doppelalarm beim Freestyle Libre nicht gibt. Das heißt, also beim Freestyle Libre 2 zumindest, wenn du in Unterzucker kommst, den Alarm bekommst, du isst was, gehst zu so langsam wieder raus und manche gehen halt vielleicht nicht gleich wieder raus und haben sich halt da gewünscht, dass dann 5 Minuten später nochmal ein Alarm kommt, so, hey, du bist immer noch im Unterzucker. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hundertprozentig richtig verstanden habe. Ich hatte die Erfahrung selbst nicht. Ich hoffe, ich erzähle euch jetzt gerade keinen Schmarrn. Aber ich hatte bei McDonald's das mit dem Überzucker, als wir dann spazieren waren, als ich da in die Hyper gekommen bin und da war es so, dass ich den Alarm bekomme, weil wir waren gerade spazieren und das waren vielleicht, was sind wir gegangen, 40 Minuten, da nehme ich oft nicht unbedingt eine Spritze mit. Habe auch da ehrlich gesagt nicht dran gedacht, dass ich da überhaupt eine bräuchte, weil ich dachte, okay, durch das Spazieren bleibt da vielleicht auch noch relativ weit unten. War ein kleiner Fehler von mir. Jedenfalls, da habe ich einen Doppelalarm bekommen. Also er hat gesagt, hey, du bist jetzt bei 278 oder sowas. Und 5 Minuten später hat er mir dann gesagt, okay, jetzt bist du bei 290. Und dann war ich aber Gott sei Dank schon wieder daheim. Aber ich habe diesen Doppelalarm bekommen. Ich hoffe, das war richtig. Ich hoffe, die Info hilft euch vielleicht weiter. Ansonsten habe ich.
weiß ich es nicht. Was noch ein bisschen komisch war, ich blende euch dazu das Bild ein. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, war es vor 2 oder 3 Tagen? Ich glaube vor 2. Also ich habe am Dienstag meinen Sensorwechsel gehabt. Hat sich irgendwie mittlerweile von Sonntag auf Dienstag verschoben. Hatte ich mal, genau, also Dienstag hatte ich meinen Sensorwechsel und da habe ich dann, das hat alles ganz normal funktioniert, wie immer. Ich habe den ungefähr diesmal nicht 24 Stunden vorher, weil ich es vergessen hatte. Ich hatte ihn dann aber in der Früh dran und ich glaube um 20 Uhr oder sowas musste ich ihn dann wechseln. Also das habe ich dann auch noch, hat dann glaube ich auch noch ganz gut hingehauen, weil die Nächte war auch nicht wirklich irgendwas. Da hatte ich übrigens zum Beispiel vorsichtshalber den, als ich auch wusste, dass ich relativ gut gegessen habe, habe ich den Alarm für den niedrigen Glukosewert ausgestellt für die Nacht, weil ich halt eben Schiss hatte, dass wenn ich drauf liege und da, sich da das Gewebe quetscht und der halt die erste Nacht dann wieder ein bisschen rumspinnt. Ich habe euch ja schon gesagt, in der ersten Nacht habe ich öfter mal Probleme, dass er mir öfter Unterzucker anzeigt, obwohl ich es gar nicht bin. Das müsstet ihr ja mittlerweile wissen, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt. Da habe ich dann den niedrigen Glukosewert ausgestellt, weil ich wusste, ich kann eigentlich nicht in Unterzucker fallen. Und wenn es piepen würde, dann wäre es nur, weil ich halt den Sensor an dem Tag gewechselt habe. Okay, um das Ganze mal weiterzuführen, am Donnerstag, ja, es war am Donnerstag, genau. Donnerstagabend, 21:30 Uhr war es ungefähr, weil ich auch schon im Bett war. Ich habe mal mein WLAN neu gestartet, weil ich gemerkt habe, dass das Internet ein bisschen langsamer geworden bin. Wir haben dann auch unser iPad, habe ich dann neu gestartet. Und ich habe mein Handy neu gestartet, weil ich mein Handy, keine Ahnung, gefühlt vor 20 Jahren das letzte Mal neu gestartet hatte. Also ich musste dann auch ernsthaft mindestens 20 Sekunden darüber nachdenken, was ich denn für einen PIN habe, weil ich das so lange nicht mehr angemacht habe. Ich habe wirklich richtig intensiv nachdenken müssen und dann irgendwann so, ah ja, da ist er. Naja, jedenfalls angemacht. Dann wollte ich vorm Schlafengehen nochmal Glukose messen. Gehe in die Freestyle Libre App rein. Sagt er mir, ja, ich habe nichts gemessen. Es war einfach komplett, als hätte ich neu vom Freestyle Libre 2 auf den 3er umgestellt, als hätte ich die App neu gemacht, stand da, ja, scannen Sie bitte den neuen Sensor. Es ist einfach weg gewesen. Also das fand ich auch richtig krass. Ich habe dann natürlich alles probiert, habe im Internet mal nachgeschaut, ob irgendjemand schon eine Lösung dafür hatte, habe dann nur gesehen, dass mehrere immer wieder mal das Problem hatten und halt, ich habe ihn jetzt hier auf der linken Seite wieder und habe dann aber, als der alte noch hier war, habe ich den auch mehrfach versucht zu messen und irgendwann eine halbe Stunde später, als ich dann alles Mögliche versucht habe, habe ich aufgegeben und habe einen neuen Freestyle Libre hingemacht. Ich wollte am Freitag anrufen und habe es aber vergessen. Also der Freestyle Libre Sensor, der liegt noch da oben, weil ich würde mal vermuten, dass sie den dann auch zurück wollen, falls sie mir da wirklich einen neuen geben. Ich hoffe, sie geben mir einen neuen, weil das ist für mich ein technisches Problem gewesen. Ich rufe am Montag mal an. Ich denke, ehrlich gesagt, das dürfte kein Problem sein. Also ich glaube, das dürften sie umtauschen. Also es war ja von mir jetzt kein Fehler oder sonstiges. Ich habe ja mein Handy neu gestartet und das muss ich ja neu starten können. Also soweit muss ja diese Technik sein. Das heißt, also wenn sie mir den nicht umtauschen, wäre ich schon enttäuscht. Aber ich gehe davon aus, dass sie mir den wirklich problemlos austauschen. Ansonsten, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich kann euch ja dann nächste Woche erzählen, ob das auch wirklich dann problemlos ausgetauscht wurde oder nicht. Ansonsten habe ich eigentlich zu dem Thema Diabetes nur noch eine Kleinigkeit. Ich hatte ja am Donnerstag meine Dear-News rausgebracht und da hat mich ein Satz relativ stutzig gemacht zu Fahrverbot. Was heißt stutzig gemacht? Ich habe es verstanden, aber in Verbindung zu meinem Autofahrvideo, glaube ich, könnte ich euch da ganz kurz mal was erklären, weil ich habe ja ein Video zum Autofahren mit Diabetes gemacht. Und ich habe jetzt hier nebenbei mal ganz kurz mein Surface offen. Laut Paragraph 23 Absatz 1a Straßenverkehrsordnung dürfen beim Führen eines Fahrzeugs elektronische Geräte, die der Kommunikation, Information oder Organisation dienen, nur benutzt werden, wenn sie dafür weder aufgenommen noch gehalten werden müssen. Das ist jetzt erstmal, lass mal das mal so, das passt. Und zur Bedienung und Benutzung der Blick nur kurz vom Verkehrsgeschehen ab und dem Gerät zugewendet werden darf. Warum erzähle ich das? Ich hatte in meinem Autofahrvideo gesagt, hey, als ich den Freestyle Libre
2 noch hatte, habe ich nie selbst gemessen, aber wenn ich zum Beispiel hier den Freestyle Libre hatte, dann hat meine Freundin das Handy angemacht, hat es hingehalten und hat zu mir gesagt, hey, du hast einen Wert von 150. Wenn wir zum Beispiel längere Autofahrten hatten, bei kurzen Autofahrten schaue ich ehrlich gesagt, da habe ich das so unter Kontrolle. Ich schaue vorher immer, also das wirklich immer, ich checke vorher immer ab, wie mein Zucker ist. Das mache ich immer, wenn ich auf dem Weg zum Auto bin, noch so 20 Meter zum Auto habe, da habe ich so einen Automatismus drin. Dann packe ich einmal mein Handy aus, schaue drauf und es passt alles. Ich bin meistens schon in dem Gedanken, dass ich vorher auch schon geschaut habe, weiß, es passt alles. Wenn ich merke, okay, ich habe jetzt länger nichts gegessen oder sonstiges, habe ich auch immer einen Apfelsaft und sonstiges im Auto. Schaut euch einfach dann theoretisch mal mein Video an, dann wisst ihr das ungefähr. Das war zum Freestyle Libre 2. Als ich das Video gemacht habe, hatte ich allerdings die Testversion vom Freestyle Libre 3 und habe damals in diesem Video gesagt, hey Leute, wenn ihr Auto fahrt, dann könnt ihr da einfach mal kurz drauf schauen und dann fahrt ihr weiter. Und da habe ich damals den Freestyle Libre 3 gemeint, weil ich habe natürlich auch natürlich Nachrichten bekommen, hey, du darfst nicht messen beim Autofahren. Und ja, das ist richtig, aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen automatisch davon ausgegangen, dass das mit dem Freestyle Libre in dem Video gecheckt wird. Ist aber klar, dass auch, dass man das vielleicht nicht gleich verstanden hat. Was ich immer mache, und das mache ich auch schon regelmäßig jetzt, seitdem ich den Freestyle Libre 3 habe und längere Fahrten habe. Ich war ja zum Beispiel, oh Gott, das war mal ist es jetzt am Samstag vor 2 oder Samstag vor 3 Wochen, war ich in Baden-Württemberg, habe ja 3 Interviews durchgeführt. Das habe ich euch ja auch schon erzählt. Da kommt den Monat das Interview mit dem Domi, das habe ich mittlerweile auch schon fertig. Das kommt am Ende des Monats. Jedenfalls sind wir da hingefahren, 2,5 Stunden Hinweg, 2,5 Stunden Rückweg. In der Zeit mache ich zum Beispiel mein Handy in diese Handyhalterung, klicke die Freestyle Libre 3 App an und fahre los. Und ab und zu, ich habe nicht mal wirklich drauf geschaut, vielleicht so einmal in diesen 5 Stunden, der Rest war alles Augenwinkel. Immer wieder mal so, ja, jetzt, ich glaube, einmal war es dann im gelben Bereich, dann habe ich im Augenwinkel, wie oft muss ich das jetzt nochmal? Einmal im Augenwinkel, als es gelb geworden ist, habe ich es so gesehen und dann konnte ich da auch, also da waren wir gerade auf dem Weg noch von Stuttgart, sind wir gerade los und sind dann zu so einem, was war denn das, Penny, Rewe, irgendwie sowas. Und da habe ich dann gemerkt, das ist gelb und als wir dann auf dem Parkplatz vom Rewe waren oder halt Penny, ich weiß es nicht mehr, habe ich nochmal ein bisschen was nachgespritzt und dann hat alles gepasst, aber ich hatte das immer nur im Augenwinkel. Und teilweise habe ich dann irgendwann sogar einmal so draufgeklickt und habe das Handy ausgemacht, weil ich es dann einfach nicht mehr gebraucht habe. Aber für solche Sachen finde ich das schon cool. Also für längere Wege, da ist der Freestyle Libre 3 top. Und auch wenn ich das jetzt lese, und zur Bedienung und Benutzung der Blick nur kurz vom Verkehrsgeschehen ab und dem Gerät zugewendet werden darf. Ich meine, ich schaue ja auch kurz diesen Blick zum Tempo oder wenn ich das Navi rechts habe, habe ich auch kurz meinen Blick aufs Navi und ob ich jetzt aufs Navi schaue oder kurz auf die Glukosemessung Freestyle Libre 3, da mache ich jetzt keinen großen Unterschied. Also nur, dass ihr mal Bescheid wisst, bei dem Autofahrvideo hatte ich damals auch schon den Freestyle Libre 3 und das dürfte erlaubt sein. Ich wüsste nicht, dass dafür ein Fahrverbot da ist. Jo, das war heute eigentlich schon fast alles. Ich habe noch eine coole Sache. Ich habe mir, ihr kennt ja meine Winkelgasse von Lego. Ich wollte wieder irgendwas von Lego haben und ich hatte schon länger, also ich habe damit eigentlich nichts am Hut. Das ist dieses Lego Ninjago. Das ist ja mehr für Kinder, glaube ich. Also ich glaube, oder halt für schon ältere Kinder, 8, 9, 10-Jährige, ich weiß es nicht. So in dem Dreh würde ich das jetzt einschätzen. Da gibt es allerdings die Ninjago Gärten und die haben fast so viele Teile wie die Winkelgasse. Die kostet 300 €. Ich habe lange rumgetan, ob ich sie mir kaufe oder nicht. Gestern habe ich dann ein Angebot gesehen für 240 € im Internet. Ich habe es bestellt und ich bin stolz drauf. Es ärgert mich zwar, dass es schon wieder 240 € sind und es ärgert mich, dass das immer so scheiße teuer ist auf gut Deutsch. Aber es hat mir ein bisschen gefehlt. Das klingt echt doof. Ich sitze in letzter Zeit nur noch vorm Monitor. Ich arbeite den ganzen Tag vorm Monitor. Danach drehe ich mich meistens nach links zu meinem iMac. Da wird dann irgendwas für YouTube gemacht. Da hocke ich auch dann wieder 2, 3 Stunden davor. Und dann am Ende des Tages denke ich mir so, ja, okay, jetzt noch eine halbe Stunde Fernseh schauen und fertig. Das Einzige, was ich zwischendurch mache, war mal eine Stunde spazieren gehen. Und das habe ich Gott sei Dank immer
Das habe ich eigentlich relativ gut eingehalten. Was muss ich denn jetzt aufstoßen? Ich habe heute sogar mir ein Wasser geholt und habe aus meinen Fehlern gelernt und habe den Kaffee weggelassen, damit ich nicht aufstoßen darf. Den trinke ich nämlich jetzt gleich danach. Noch ganz kurz zur Info, es ist 20 vor 8. Also, weil ich das halt so früh mache, weil ich nicht schlafen konnte. Genau, naja, also ich habe mir diese Ninjago-Gärten jetzt rausgelassen. Deswegen, also ich hatte die ja schon länger im Blick. Ich habe, wie gesagt, mit Ninjago nichts am Hut, aber ich finde, das sieht so geil aus. Also, das wurde dann auch vom Held der Steinen, heißt der, glaube ich, bei YouTube, der das immer alles bewertet. Der hat auch gesagt, dass das eins der, oder es ist, glaube ich, sein Lieblingsset jetzt von Lego, oder war es, als das Video rauskam. Ich weiß gar nicht, wann das Set rauskam und wann er das Video gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber als er das im Video sagt, er, das ist jetzt mein Lieblingsset von Lego. Und ich finde, das sieht auch richtig cool aus. Deswegen habe ich es mir geholt. Und wenn es mir irgendwie nicht gefällt, dann packe ich es halt wieder irgendwo zusammen und stelle es in den Keller. Es geht mir um das Aufbauen. Ich hoffe auch, dass das so an die 20 Teile sind wie bei Lego. Bei der Winkelgasse. Ich hatte so 20 Teile und immer zwischen 45 und einer Stunde gebraucht. Das heißt, ich hatte da das relativ ausgiebig an den Abenden immer machen können. So jeden zweiten Abend mal, wenn ich Zeit hatte. Es hat sich auch länger gezogen, die Winkelgasse. Ich hoffe, das wird es jetzt bei den Ninjago-Gärten auch. Und ja, das hat mir irgendwie so eine Ruhe gegeben. Das klingt echt doof, aber das hat nichts anderes hat es bisher geschafft, wie seitdem ich das mit dem Lego wieder angefangen habe. Und das hat mir so eine Ruhe gegeben und ich habe gesagt, ich brauche wieder was. Und ich wollte halt mir jetzt nicht für 70 Euro irgendwie ein Teil kaufen, wo ich dann nach 2 Stunden fertig bin und dann passt es. Lieber gebe ich dann mal einen Ticken mehr Geld aus, habe was, ein größeres Projekt und kann dann bauen. Und ich blick auch immer wieder, ich habe ja auch schon gesagt, wieso mache ich das heute eigentlich so oft? Naja, egal. Ich blick immer wieder auf den Millennium Falcon. Der kostet zwar auch brutal viel Geld, ich glaube 750 Euro, aber wenn man das mal runterrechnet, erstens, es ist ein Riesenprojekt, das man bauen kann. Zweitens, es ist der Millennium Falke. Auch wenn er ein bisschen steril ist, finde ich, also ich weiß nicht, ob ich mir den hier irgendwo hinstellen würde, weil er halt einfach nur grau ist. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, dass es eine Geldanlage ist. Also ich glaube, dass so ein Teil nach 10 Jahren mehr wert ist als für das, was ich es gekauft habe. Zumindest der Millennium Falke. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht zu meinem Geburtstag im Juni, ja, jetzt wisst ihr, dass ich im Juni Geburtstag habe. ja, jedenfalls hatte ich mir überlegt, ob ich mir da halt dann vielleicht den Millennium Falken rauslasse. Ja, weiß ich noch nicht ganz, weil so die Winkelgasse mit 400 Euro, die war schon hart, aber da war es wirklich so, boah, die finde ich so geil und die ist auch groß und damit kann man lange bauen. Die hole ich mir jetzt halt. Die Ninjago-Gärten ähnlich, da habe ich aber gesagt, okay, also 240 Euro ist jetzt wirklich okay, das sind jetzt mal 100 Euro mehr als so ein anderes größeres Standardset von Lego. Die kosten ja meistens 140 Euro und dann so 200 Teile. Und jetzt für 240 habe ich, glaube ich, fast 6000 Teile. Und das war dann auch noch okay, aber dieser Millennium Falcon, ich meine, 750 Euro sind 750 Euro. Das ist halt jetzt nicht einfach mal, keine Ahnung, dass man das von seinem Gehalt dann mal zahlt und dann sagt, okay, den Monat darf ich mir jetzt auch wirklich gar nichts mehr kaufen, wie es jetzt zum Beispiel bei der Winkelgasse oder den Ninjago-Gärten ist. Aber der Millennium Falcon würde reinhauen und da muss man auch sparen. Naja, mal gucken, was ich da mache. Ich habe mir jetzt erstmal diese Ninjago-Gärten bestellt. Ihr werdet da sicherlich auch auf dem Laufenden gehalten. Auch auf Insta. Ihr könnt mich gerne auf Insta besuchen, wie immer. Ich bin da sehr aktiv mittlerweile. Wieder, ja, muss ich mal schauen. Vielleicht poste ich da heute sogar noch ein Bild. Wir sehen uns nächste Woche. Ich nehme nächste Woche den Vlog schon am Samstag auf, aber poste ihn trotzdem am Sonntag, damit ihr da nicht aus der Routine rauskommt. Warum das so ist, erzähle ich euch dann nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Donnerstag sehen wir. Seht ihr wieder ein tolles Video von mir? Das finde ich wirklich, ist cool gelungen. Ich habe es mir auch schon zwei, dreimal selber angeschaut und ich glaube, das ist ein relativ gutes Zeichen, weil normalerweise höre ich mich ungern selber sprechen, obwohl ich mich jetzt mittlerweile dran gewöhne. Und schaue mir immer so ein, zweimal zur Sicherheit meine Videos an, ob alles passt, soundtechnisch etc. Prüfe dann nochmal alles. Einmal, wenn es fertig ist, einmal, wenn es bei YouTube hochgeladen ist, passt alles. Und das Video habe ich mir noch ein, zweimal so angeschaut, weil ich es relativ cool fand und auch die Informationen gut fand.
Schaut rein, wird richtig cool, Donnerstag 18 Uhr. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag. Da erfahrt ihr dann auch wieder einiges Neues von mir. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.